Und ich werde wohl nie starr. Hey, ich kriege heute Morgen alles, was für den Kopf steht. Ohne auf dem Herd gibt es wieder Kopfleck. Alle brennt es aus. Gehst du vielleicht mal schauen. Gehst du vielleicht mal gescheiter schauen. Jetzt so voll, so voll, sonst brennt noch das Haus. Ey, Candela, Candela, die Chance hat das Kätzchen nicht abgelöscht.
Und für wer hat müssen kommen? Oh, Kerzli, Kerzli, Kerzli. So. Und gefällt es noch bei Jam Radio? Das ist toll, oder? Jam Radio ist Musik und Philosophie. Und auch andere Themen noch. Und Jam Radio, das ist. Darum kann ich ja sagen, ich habe das Radio, oder? Aber ich mache es nicht, weil ich sage schon, ich bin Künstler und ich sage schon, ich bin Philosoph und ich sage schon, wow, Meister von direkter Kommunikation. Das reicht, weil ich muss langsam, weil sonst, wenn man zu fest stüpft, dann geht der andere nachher und ich will nicht, dass der andere fällt. Ich will nur, dass er auf dem Gleichgewicht ist, dass er nachher schwingt, wie ein Pendel. Wenn er im Gleichgewicht ist, dann schwingt. Darum bin ich auch labil, ja. Das ist eine Einstellung, das ist nicht eine Frage von Ohren. Ja, nein. Tja! Ja, kalt. Ich meine, ich bin offen und ich habe eine Wohnung bei Rotimmobilien. Ihr wisst auch, was das heisst. Und wenn nicht, dann finde ich es oder nicht. Meine Meinung ist, wenn es nicht, aber der Hauseigentümer, der als Kunde verwaltet. Oder umgekehrt. Also, die macht nicht. Das ist ein neues Fenster. Das zieht rein. Die Heizung ist ja voll aufgetragen. Also, und gleichzeitig probiere ich Wasser zu sparen. Wey! Ich liebe unsere Welt.
So. Yeah, Jam Radio, wirklich cool. Und es freut mich, dass ihr hier mit mir seid und so interessiert für das, was ich mache. Und das Jam Radio. Das ist ja wirklich eine gute Sache. Man kann mich schauen und man kann auch einfach nicht schauen und ganz wie man will. Man kann es gut sehen, scheiße, man sagt, ah, das ist super, das ist voll geil. Jam Radio ist eigentlich ein Freiheitsgenerator. Und so, ich würde denken, wenn jemand anderes so einen YouTube-Channel hat wie ich, und das hat es bestimmt, aber halt nicht genau gleich, ich würde mal schauen. Ich hätte ja Empfehlungen. Aber es wird wahrscheinlich keiner so unglaublich gut sein wie meine, weil den habe ich ja gemacht. Und das steht aus eurer Sicht natürlich nicht, ist mir klar. Gell? Aber ihr müsst natürlich jetzt überlegen, wenn ihr das jetzt heute macht, dann würde ich sagen, hey, Mann, ich will das Beste machen. Weil ich auf die Art, wie ich es mache, mache ich es ja dann so, wie ich es genau richtig halte. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre ich ja nicht eingeklammert mit mir selber und das wäre das Problem. Genau. Darum probiere ich jetzt generell immer eingeklammert mit mir selber zu sein und YouTube-Channel und so, das ist einfach, weil es Spass macht. Gott, ich liebe den Beat. Thank you.
ich liebe den Groove. Ich habe noch nicht den Groove improvisiert und es macht mich aus. Weil der Rhythmus ist nicht so geradeaus. Also nehme ich hier Hot Jam Radio kreiert und nehme mir hier keine Zeit zu mir, weil ich liebe hier. Ich spiele einfach nur Musik und es passiert von wenig und alles entwickelt sich. Ihre Überforderung am besten Zufriedenheit finden, wenn du überhaupt nicht weißt, was durchgeht. Und dann, wenn du dann easy bist und alles um dich herum nicht verschwindet und du dich nicht vergissest, passiert Motiv vom Leben einfach und egal wer du bist, was du machst, wie du wolltest, es ist immer im Rhythmus, weil der ist unendlich analog. Unendlich analog. Yeah. Boeing Enterprise, ODS, repräsentiert, hast gelernt von den anderen, kopiert. Alles von innen, was funktioniert und wo mit ein Vorteil gibt in meiner eigenen Evolution, dass ich weiterkomme. Richtig Traum. Richtig Traum, yeah. Es ist der Traum meines Lebens und er gehört mir, ich definiere ihn es selbst und ich strebe ihm entgegen und will ihn nie erreichen, denn sonst wäre ich ja schon völlig über der Kadenz. Am Höhepunkt vorbei, zurück zu geistigen Unwissenheit. Dekadenz ist immer ein nice to have. Aber nicht ein nice Step. So, der andere, ich kann nachher hören, was sie so spielen. Oder was ich so sage. Oder was ich für Ideen habe. Und ich kann die nachher gut fingen. Oder scheiße. Und das ist so gut fingen, dann kann ich die nach. Und selber etwas machen wieder, was auch immer sie will, ich finde scheiße drauf. Und wenn sie scheiße fingen, dann kannst du ohne. Um zu machen, dass ich so nicht scheiße finde, dann ist ja etwas Gutes dazu. Und das heißt, und ich könnte das auch alles nicht machen. Weil ich wollte nicht aufziehen. Weil ich nicht herzensgut bin. Also ich denke,
Ich denke nicht mal, ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Und ich bin herzensgut. Wenn ich will. Ja. Das ist nicht in die Schweiz gekommen und nachher so unbegrenzt Abi hast. Wisst ihr, wie das geil wäre, wenn wir in einer fucking Welt leben
Und wenn du scheiß Passwörter haben müsst, wo man dann falsch eingibt, wo man das Leben nicht mehr beherrscht. Nennt man das Out of the Bed Style? Hat man die Werbung gelernt? Merci Werbung, Out of the Bed Style. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Menschenkinder.